Hallo Welt. Ein kühles Bier wäre mir zwar lieber, aber das tut's auch. Da sind wir wieder. Ein Reporter ist nur dann erfolgreich, wenn jemand sein Leben bedroht. Ich bin verdammt erfolgreich. Hier in Sanctuary Hills und wir wollen gar nicht so lange hier verbringen, so eine lange Zeit. Also werden wir etwas Jet Boost hier in das Video schütten. Und schnell nochmal das Inventar aufräumen. Und schon geht's los. Lass mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Oder du weißt schon, etwas voran. Also, es gab ein paar Beschwerden über die Bettensituation. Schöner Tag. Wo geht's hin? Auch wenn es uns ständig umbringen will. Immerhin ist es im Commonwealth nie langweilig. Ich muss mal wieder nach Diamond City. Die größte Stadt, die ich...
je gesehen habe. Kann ich was für dich tun? Du musst es nur sagen. Warum denkst du, wir seien Freunde? Ja. Thank you.
ein herrlicher Tag für einen Spaziergang. Bestimmt etwas ablegen. Ja. Das Einzige, was besser ist, als sich volllaufen zu lassen, ist ein gepflegter Kampf. Stimmt's? Die Menschheit ist geradezu unverwüstlich. Thank you.
klammert sich trotz allem ans Leben. Es ist die Pflicht von uns allen, ihr Überleben zu fördern. Ich kann kaum erwarten, dass diese gottverdammte Hitze aufhört.
zu viel trägst, könnte das zu einem Leistenbruch führen. Meine Datenbanken füllen sich mit Zahlen. Thank you.
Klar, ich lass für dich alles stehen. Und liegen. War nur ein Scherz. Lass mich in Ruhe. Könnte man daraus machen? Die meisten Leute brauchen einfach nur Hilfe. Wir müssen sie ihnen nur anbieten. Lass mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Oder...
Müssen wir wirklich aufstehen? Die Leute müssen abwechselnd schlafen. Das macht alle ein bisschen mürrisch. Die meisten Leute brauchen einfach nur Hilfe. Wir müssen sie ihnen nur anbieten. Sehe ich aus, als wollte ich plaudern?
Unser kleines Sanctuary-Projekt hat geholfen. Da komme ich mal auf andere Gedanken. Hast du gut geschlafen, Schatz? Nichts bleibt für immer verborgen. Zumindest nicht, wenn ich ein Wörtchen gezogen habe. Du bist zu schwer bepackt.
Die Farm ist nichts Besonderes, aber immerhin etwas. Ich fühle mich wunderbar erholt. Nichts ist befriedigender als eine rauchende Waffe und eine Tasche voll Kronkorken. So, da sind wir dann also wieder im normalen Tempo. Ja, wir haben ein bisschen aufgeräumt. Es ging jetzt nicht darum, dass wir besonders leicht werden dadurch. Es ging eher dadurch, dass die Listen zu unübersichtlich wurden. Und von daher haben wir so ein paar Lebensmittel, Waffen und wie man gesehen hat, auch Munition und so weiter einsortiert. Ja, und wenn wir schon mal da sind, Curie, dann können wir das auch gleich hier in Sanctuary Hills richtig einsortieren. Bevor wir das alles wieder in die Krimskramskiste stecken, dann dauert das Einsortieren am Ende wieder 2 oder 2,5 Stunden. Und so ging das doch jetzt mal relativ schnell von der Hand. Wir können, denke ich, etwas essen. Ja, Nahrung haben wir nicht alles weggesteckt. Wir haben das meiste sogar, also die zubereiteten Sachen, haben wir bei uns gelassen. Bei den frischen Sachen bin ich mir gar nicht so sicher. Wir haben einige Karotten, Melonen und Mais, die gar nicht verstrahlt sind.
Da müsste ich mir noch überlegen, ob wir das in den Kühlschrank legen oder besonders irgendwo aufbewahren. Nun, wir haben erstmal Hunger. Und danach können wir bestimmt eine Kleinigkeit einkaufen. Oder? Hey, ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Aber bestimmt doch. Klar, ich schaue es mir an. Hier ist mein Angebot. Und da sieht man, es geht jetzt auch sehr viel schneller, wenn wir hier einkaufen, den Schrott. Das hat ja schon ganz schön gehakt beim letzten Mal, weil wahrscheinlich unsere Liste zu lang ist. Das war wohl ein bisschen zu anstrengend. Das Ganze rumgerechnet, für den Rechner natürlich. Ja, dann hoffe ich ja, dass etwas... Hey, wie geht es dir? Hey, gut. Dann hoffe ich... Oh, ja, vielleicht finden wir doch eine Postbotenuniform mal. Suchst du was zum Anziehen? Jep. Zeig mal, was du so hast. Großartig. Ja gut, mit der Kleidung geht's dann gleich weiter. Und was ich sagen wollte, ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen ballistische Faser haben. Moment, die Kleidung, die wir gerade gekauft haben, können wir auch erstmal hier reinlegen. Also den Mechanikeranzug, das, was wir verteilen wollen nachher an die Siedler. Und das rote Halstuch eigentlich nicht. Und das sammeln wir so ganz gerne. Ja, 55 Kleider. Ich glaube nicht, dass wir 55 Siedler haben werden irgendwann mal, die für uns Schrott oder beziehungsweise Kleidung verkaufen werden. Das wird wohl eher nicht so aussehen. Also können wir eigentlich damit aufhören, rote Kleider zu kaufen. Davon haben wir genug im Moment. Wenn wir keine mehr haben oder auch diese Palettenkleider, wenn wir davon keine mehr haben, dann können wir ja wieder anfangen, welche zu kaufen, aber... Ich denke mal, die meisten Sachen, von den meisten Sachen haben wir genug. Saubere Rosenmusterkleider, außerdem sowas können wir auch selber herstellen mittlerweile über die Fabrik aus dem Contraptions Workshop. Und auch, wie man sieht, Smokings. Ja, es ist schon reichlich vorhanden. Und was selten ist, das sind die Sachen, die wir am liebsten verteilen. Flanellhemd und Jeans, all die Sachen, Postbotenuniformen, sowas alles ist so gut wie gar nicht hier drin gelandet. Na, irgendwas ist immer. Und wie man sieht, wir können es immer noch nicht hier verbessern. Das heißt, der nächste Schritt führt uns doch wieder nach Diamond City. Und weil es nach Diamond City geht... Nehmen wir ein paar Wassereinheiten mehr mit. Trinken, essen, oh, wir gehen zum Arzt, dann sparen wir uns die Antibiotika. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich.
Ich glaube, wir könnten geheilt werden, ja? Ja, wirf mal bitte einen Blick drauf, Doc. So, und jetzt beschreib mir die Symptome. Eins nach dem anderen. Gesundheit wiederherstellen? Es tut einfach alles weh. Kratzer und Prellungen. Aber ich sollte sie wohl besser trotzdem behandeln. Das wäre erledigt. Hast du sonst noch Beschwerden? Nein, danke. Das war's. Keine Beschwerden. Wir sind fertig. Nein, wir sind fertig. Dann ab mit dir. Wir waren wohl zu lange mit Strong unterwegs in letzter Zeit. Durst haben wir noch. Ein letzter Blick hier in die Werkstatt, ob vielleicht doch Wasser hinzugekommen ist. Nein, nur das schmutzige Wasser, das haben wir da reingelegt. Also geht's jetzt los. Waren wir schon schlafen? Dieses ganze Rumgelaufe macht mich müde. Ein weiterer Tag an deiner Seite. Auch wenn es uns ständig umbringen will. Immerhin ist es im Commonwealth nie langweilig. Wir könnten noch schneller sein, wenn wir Oswalds Zylinder aufsetzen. Und wir wissen immer noch nicht, ja, kommen die frischen Karotten und so, das müssen wir nicht unbedingt mit uns rumtragen. Und bis uns eingefallen ist, wo wir das hintun wollen, können wir das ja hier in die Holzkiste tun, in die Erntekiste. Denn in der Erntekiste, da ist die Liste ja noch übersichtlich. Und das war's dann mit der Übersichtlichkeit hier drin. Naja, gut, das ist ja jetzt nicht so schlimm, wenn man einmal ein bisschen runterscrollt. Die Terbeeren könnten wir hier zum Beispiel rausnehmen. Komm. Und schon ist die Liste wieder übersichtlich. Was? Hier ist es gar nicht so schlecht. Ist zwar ein Loch, aber es könnte schlimmer sein. Aha. Eines haben wir noch übersehen, das Katzenfleisch. Naja, wann hat man auch schon mal Katzenfleisch? Dem Nächsten, der mich vögeln will, verpasse ich einen Tritt dahin, wo es wehtut, wenn du verstehst. Ein Reporter ist nur dann erfolgreich, wenn jemand sein Leben bedroht. Und Oswalds Zylinder, falls wir den noch nicht aufgezogen haben. Damit geht's noch schneller. Richtung Diamond City. Oh, und was wir vielleicht mal machen können zwischendurch. Wir gucken hier doch mal in das Voltaic-Bewohnerverwaltungssystem. Und schauen, ob wir mittlerweile zwei Versorgungsrouten hier haben. Ja gut, ein letztes Mal. In Zukunft können wir uns das wirklich schenken. Denn wir sehen ja auch nur einen Versorger hier. Warum die Siedlung hier immer noch mit? Mit Dunkelwasserbaustelle verbunden ist, kann ich nicht sagen. Und was ich auch nicht sagen kann, warum sehen wir unseren Versorger nicht hier drin in der Liste? Der müsste ja eigentlich aufgeführt werden. Und zwar als Karawane. Aber wie man sieht, sieht man nichts. Vielleicht haben wir dieses Besucherverwaltungssystem an einer falschen Stelle aufgebaut. Vielleicht sollten wir das da oben irgendwo aufbauen. Und dann wird es vielleicht besser funktionieren. Aber das probieren wir ein andermal aus. Jetzt geht es erstmal nach Diamond City. Ja, wir wollen doch noch wenigstens ein oder zwei Versorgungsrouten fertig bekommen. Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Einer, der ohne leeren Magen endet. Ja, gut. Da bin ich für. Ich unterstütze das. Ah,
Ein Blick auf das Wasser hier drin, das nicht vorhanden ist. Oh, Kronkorken? Keine Kronkorken. Also das Gute ist, wenn wir an dem Fischreiertourenhafen, Yachthafen, was für ein Wort, Fischreiertouren, Yachthafen, wow, wenn wir da bauen, das Gute ist, da ist ja Diamond City nicht weit entfernt und dieser Ort ist ziemlich groß. Wir werden jetzt aber einkehren, auch bei Trudy im Drumlin Diner, da werden wir auch ein bisschen was einkaufen. Wenn wir das Drumlin Diner hier in dieser Nebelbank überhaupt sehen. Hier sieht man ja keine 10 Meter weit. Wir sind wahrscheinlich schon vorbeigelaufen. Naja, dann geht's erstmal nach Diamond City. Ach, da vorne. Da könnte es sein, das Drumlin Diner. Oh ja. Nein. Danke, dass du uns mit Trudy. Der Laden hat geöffnet. Was Super. Willst du? Handeln. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Alles Bergungsgut, aber kein Schrott. Na schön. Ja, so die Machete können wir doch mal mitnehmen. Vielleicht das Kampfmesser. Wenn wir es brauchen, werden wir es schon suchen und, oder? Wir wissen ja, dass wir das verteilen wollen an unsere Wachen und so, da können wir das auch gleich mitnehmen. Da geht es schon wieder los. Wir machen unser Menü wieder so voll, bis es kaum mehr geht. Ja, aber das brauchen wir ja auch alles. Wenn wir es haben, werden wir uns freuen. Wenn wir es brauchen, dann freuen wir uns, wenn wir das alles haben. Und so ein bisschen Tipp geben wir ihr sogar. Ein kleines Trinkgeld. Hey, Wolfgang, ist das ein Kunde von dir? Der sieht aber nicht gut aus. Curie, du kannst ja richtig springen. So ein Hund. Der hat die Raider, ja gut. Raider kann er ruhig erwischen. Beim nächsten Mal wird er hoffentlich weg sein, dieser Eingeklemmte unter dem Bett. Ja, ich denke, wir können es wagen und einmal über Grey Garden nach Diamond City gehen. Letztendlich werden wir ja sowieso, wohin wird es uns ziehen? Zur Burg müssen wir wieder zurück, ja? Du musst dafür sorgen, dass du nicht so viel Strahlung absorbierst. Okay, Curie. Abgemacht.
Ach, wir sind schon wieder müde. Wir waren doch erst schlafen gerade. Na gut, dann gehen wir nochmal schlafen. Dann wird der Nebel auch weg sein. Also die Idee mit Sanctuary Hills wird uns vielleicht ein bisschen mehr Kleber gebracht haben. Von daher ist das gar nicht so schlecht gewesen, dass wir da waren. Müssen wir wirklich aufstehen? Oh, Curry, das ist so früh. Ich will ja auch nicht. Ah, wir haben ja Auswahlzylinder nicht auf. Ja, wie man sieht, es geht jetzt Richtung Diamond City. Ja, was schade ist, wir waren schon bei Diamond City. Dann ist der Titel auf dem Desktop gelandet. Wir haben vergessen, schlafen zu gehen. Wir müssen immer schlafen gehen zwischendurch. Och, dann läuft das wunderbar. Aber wenn man länger nicht schlafen geht, dann passiert das schon mal öfter, dass der auf dem Desktop landet. Und dann darf man von der letzten Schlafstätte nochmal anfangen. Und dann kommt euch, liebe Welt da draußen, als Zuseher, das vielleicht an manchen Stellen etwas seltsam vor. Und deswegen sage ich das. Damit ihr wisst, was los ist und nicht, dass das irgendwie komisch kommt. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das heißt, diesmal gehen wir nach Hangman's Alley rein und schlafen dort. Das haben wir beim letzten Mal nicht gemacht. Wir wollten gleich nach Diamond City. Keine gute Idee. Oh, wir haben vergessen, in Grey Garden zu trinken. Na, das können wir jetzt nachholen. Und nachholen werden wir das. Schön, ein paar Kronkorken. Oh, Moment. Sollen wir den Schrott vielleicht hier reinschmeißen? Ja, das können wir immer noch. Wir sind sowieso überladen. Wenn du brauchst, kann ich nur dich machen. Das war früher. Muss arbeiten. Keine Zeit zum Reden. Die Farm ist nichts Besonderes, aber immerhin etwas. Okay. Bei solchen Nachbarn würdest du auch hohe Mauern bauen. Gibt es hier nicht einen schöneren Platz zum Trinken? Ja. Einen lauteren Platz zum Trinken gibt es hier. Bei Takahashi werden wir uns sowieso wieder eindecken mit Nudelschalen. Hast du den Roboter selbst gebaut?
Du musst echt schlau sein. Curie meinte... Roboter? Wie hat er das erkannt? Wir vergessen das immer, dass Curie eigentlich... Curie ist Curie. Dabei bleibt's. Punkt. Na, schaffen wir es? Und wir haben es geschafft. Drinnen sind wir. Ja, wir gehen wieder links rum. Hey, hey. Bist du dieser Händler aus Quincy? Hast du eine Salbe? Ich hab da diesen Ausschlag. Bleib mir vom Leib damit. Schlagholz, Schlagholz, wer braucht ein Schlag? Ach da. Hi. Brauchst du was Neues zum Anziehen? Oh, Becky. Klar. Ich schau mal, was du hast. Kleider machen Leute, stimmt's? Ja, richtig. Deswegen hoffe ich, du hast gute Kleidung. Och, diese Bergbauhelme. Da müssen wir uns auch mal was anderes einfallen lassen damit. Also beim Aussortieren, das ist schon ein bisschen ungewohnt, die zu sortieren. Ach, eine schmutzige Postbotenmütze. Habt ihr keine Waschmaschine hier? Postbotenuniform ist auch schmutzig. Was macht ihr denn? Wollt ihr uns etwa schmutzige Sachen verkaufen? Die wollen wir gar nicht haben. Den Schrott nehmen wir aber mit. Und dafür gibt's ordentlich Wasser. Ist das nicht schön? So viel Wasser, ihr könntet eine Badewanne damit füllen. Vielleicht schon fast. Und einmal ein Bad nehmen in sauberem Wasser. So. Du bist zu schwer bepackt. Immer doch, Curie. Das kennst du doch schon. War es jemals anders? Brauchst Hallo. Du ein Schlagholz mit etwas mehr Wumms? Hä? Rostfreie Stahlnägel, ich sag's dir. Ach, sollen wir hier auch Baseballschläger nochmal kaufen? Wir können ja alle unsere Siedler mit Baseballschlägern ausstatten, aber jetzt haben wir mit den Macheten auch schon angefangen. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Handgefertigt, jeder einzelne von ihnen. Ich sag mal, wenn wir die brauchen, dann werden wir sie holen. Ich glaube für Teffington Bootshaus. Ich glaube, dafür haben wir schon genug Baseballschläger. Das sollte eine Siedlung werden mit Baseballschlägern. Da sollte jeder Siedler seinen eigenen Baseballschläger bekommen. Und da haben wir genug. Wie wär's mit etwas Wasser für deine Schläger? Dann kannst du die mal putzen. Ja, komm. Einen Kronkorken kriegst du geschenkt. Ich hab Knarren. Oder willst du lieber was für den Nacker? Na, ballistische Faser wäre super. Klar. Ich schau's mir an. Vergiss nicht, auch Munition zu kaufen. Und Munition, natürlich. Er hat gar keine ballistische Faser. Was sabbel ich denn von ballistischer Faser hier bei Arturo? Wo bekommen wir denn dann ballistische Faser her? Hm,
ich weiß schon. In Good Neighbor natürlich. Vielleicht lässt sich das vermeiden und vielleicht können wir zuerst zur Burg gehen. Wenn du mich weiter so anglotzt, könnte ich auf die Idee kommen, dass du ein Synth bist. Ich guck doch jedes gar nicht. Teil ist genau das wert, was ich dafür verlange. Da gibt's keine Diskussionen. Na gut. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Hier, aber sag bloß nicht Schrott dazu. Niemals. Was glaubst du denn von uns? Von mir? Bier? Ja. Zu so ein paar Sachen können wir einfach nicht Nein sagen. Ja, dann kaufen wir mal den ganzen Schrott bei dir. Oh, Entschuldigung. Das war... War das Absicht? Ja, ach. Sie weiß ja, was wir meinen, oder? Wenn sie so pingelig ist, dann wird das nie was. Mit ihrem Geschäft hier. Dann vergrault sie ja alle Kunden. Passt. Wir sind sehr erfreut darüber, dass Sie sich für unser Geschäft entschieden haben. Wir kaufen und verkaufen alles. Von jedem. Zu jeder Zeit. Yippie! Ja, dann... Dann lass mal sehen, was du so hast. Nur Waren von höchster Qualität. Ach, Percy. Eichhörnchen am Stiel, ich glaube, das geht noch vom Preis. Da war Kleber schon mal mit dabei. Ja, vielleicht haben wir schon ballistische Faser eingekauft, bei Becky nämlich. Sie verkauft ja doch so Sachen, die mit Rüstung bzw. mit Outfits zu tun haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie vielleicht ballistische Faser hatte. In Erinnerung habe ich... Alles, aber nichts davon ist Schrott. In Erinnerung habe ich bei Becky allerdings nur Stoff und Leder. Also, es könnte auch anders sein. Ja, genau. Ja. Ja, richtig. Polly müssen wir noch besuchen. Und ja, komm, ein bisschen Glas. Glas brauchen wir ja sowieso immer.
Trödel nicht rum. Wenn du untersucht werden willst, dann los. Handeln wir. Ich könnte ein paar Vorräte gebrauchen. Ich schätze, ich könnte ein paar Stimpaks entbehren. Ja, kein ballistisches Gewebe bzw. ballistische Faser. Aber das Dugout-Inn, und auch die koloniale Kneipe lassen wir diesmal aus. Wenn du dünn geschnittenes Fleisch haben willst, dann kannst du es gefälligst selbst schneiden. Alles gut. Klar, ich schau's mir an. Denk dran, je blutiger, desto besser. Ui, sie hat diesmal aber richtig viel. Nur gute Sachen, fast nur gute Sachen hat sie. Ja, Lukas Miller könnte vielleicht noch ballistische Faser haben, aber ich glaube, in Good Neighbor... In Good Neighbor sind wir besser dran. Kein Scheiß. Dann testen wir das doch hier mal aus. Ob wir schon ballistische Faser haben. Ich kann dich bald hier. Übles Gelände. Nein, das ist die falsche Werkbank hier. Hut ab vor den Architekten Bostons. Sie hätten wohl nicht gedacht, dass so viele ihrer Bauwerke die Apokalypse überdauern. Wenn ich einen Hinterhalt planen wollte... Wir haben überhaupt nichts an ballistischer Faser bekommen, weder von Drumlin Diner, noch aus Diamond City. Ich weiß gar nicht. Das heißt, wir müssen, ob wir wollen oder nicht... wir müssen jetzt... Es gibt nicht mehr viele. Richtung Good Neighbor. Ja, und dann wieder zur Burg, oder nicht?
Ja, dann wieder zur Burg. Ja, wir müssen wenigstens gucken. Eine Kugel hat es gekostet und manchmal hat er den Raketenwerfer, diesmal auch. Ich glaube, wir müssen Anzeige bei der Polizei abstatten, oder? Und die kleinen Sachen gehören in Tütchen. Hast du gut geschlafen, Schatz? Ach so, Curie. Ja, Entschuldigung. Ich habe gut geschlafen. Du auch? Ja, ich hab's gerade schießen gehört und wir waren doch erst hier in Ecke. Da ist ganz schön Betrieb dann, wenn sie hier wieder was zu schießen haben gerade. Ach, die Bruderschaft, die macht das schon. Die schafft das gut mit ihren Vertibirds. Ich sage mal, wir waren vor kurzem erst hier. Und es ist ein reger Betrieb. Nur die Mischlinge, die sind nicht mehr hier. Müssen wir denn jetzt zwangsläufig durch ganz Good Neighbor? Ich glaube, das reicht, wenn wir nach Daisy und Cleo gehen. Ich glaube, selbst Whitechapel muss nicht sein. Jetzt geht's doch wieder. Ja gut, manchmal stürzen sie auch ab, aber ich weiß nicht so genau, kommt das häufig vor? Ach, die Bruderschaft, die schafft das. Was, ist die Kehle trocken? Dann geh rüber ins Third Rail. Ich hoffe, du kaufst was. Selbst ein Mädchen mit einem ganzen Waffenarsenal muss sich schließlich seinen Lebensunterhalt verdienen. Ja. Klar. Ich schau mal, was du hast. Eine Waffe für jede Gelegenheit.
ballistische Faser. Na endlich. 25. Eine 25er Ladung. Da können wir zwei Uniformen mitmachen. Und dann sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Keine ballistische Faser. Ich habe nichts zu verschenken. Hey, Cleo. Ich habe hier für jede Situation die passende Waffe. Jagd, Selbstschutz, kaltblütiger Mord, heißblütiger Mord. Zeig mal, was du so hast. Mord und Totschlag zu Sonderpreisen. Die Kronkorken hätten wir gerne wieder. Und wir geben sogar etwas Tipp. Ja? Pass auf, wo du damit hinhaust. Bedeutet mir echt viel, dass du die Bibliothek wieder sicher gemacht hast. Danke nochmal. Und? Bist du hier, um was zu kaufen? Ja. Zeig mal, was du so hast. Denk daran, keine Rückgabe, kein Umtausch und keine Todesdrohungen. Na gut. Ach, die Macheten, die findet man aber überall im Moment. Da haben wir die Taito mitgekauft. Ist ja auch nicht schlimm. Arturo, ja, wie konnte mir das passieren? Ich habe das verwechselt mit seiner Aluminiumladung. Dabei weiß ich jetzt gar nicht, wie groß diese Aluminiumladung überhaupt ist. Da man wird immer pleite, wenn man hier ankommt. Man hat vorher doch schon genug eingekauft. In anderen, also in Diamond City zum Beispiel. Och, bei Kleidung, da haben wir doch was von den Raidern bekommen vorhin. Aber auch nicht viel. Na gut, dann haben wir eben einen kleinen Verlust hier gemacht. Du haust vor was ab? Willkommen zu Hause. Moment, kann man hier nicht irgendwo in der Ecke auch schlafen gehen? Was? Brauchst du was zum Entspannen? Fred Allen. Hotel Rexford. Ja, genau das Richtige. Da müsste man wieder irgendwo reingehen. Ja, aber das machen wir.
alten Kittel auf die Kirche. Haben das da echt geknettete Waffen. Siehst du das? Das ist Freiheit. Na, ich weiß nicht, so wie du aussiehst, ob ich da an dir riechen möchte. Hey, du stehst mir in der Sonne. Ich bin schon weg. Kein Problem mit deiner Sonne. Müssen wir wirklich aufstehen? Es ist schlimm, Curry, aber ja. Lady, ich brauche mehr Stoff oder mehr Alkohol, wenn du jetzt mit brauchst mir du ein Dach über dem Kopf? Dann versuch's mal im Hotel Rexford. Gut, gut. Alkohol und Rexford, ich weiß Bescheid. Ja? Wenn du hier bist, um was zu verkaufen, dann erzähl mir bitte nicht, dass es ein altes Familienerbstück ist. Ich bin wahrscheinlich älter als das, was du mir da andrehen möchtest. Wer weiß? Klar, ich schau mal, was du hast. Sämtliche Vorräte, die man für Geld oder mit Gewalt bekommen kann. Ach, Waffen haben wir hergestellt. Ich glaube, das ist zu teuer, was wir da machen mit den Bärenfallen. Es ist ein Wunder, dass es ist bequem. Du dich überhaupt noch bewegen kannst. Es ist bequem, aber zu teuer, meine ich. Schrauben und Federn sind zu wertvoll. Nicht vom Preis, aber so von der Seltenheit her. Es ist so ähnlich wie mit den Postbotenuniformen. So, nächster Halt ist dann die Burg. Zwar möchte ich schon gerne wissen, ob vielleicht Tüfteltom von der Railroad ballistische Faser für uns hat. Das könnte sogar möglich sein. Warum eigentlich nicht? Ach, hier sind wir. Sind ihr Supermutanten? Ich glaube nicht. Sonst hätten wir sie doch bestimmt schon gehört. Was? Wer steht hier? Oh, jetzt geht's ab. Erwidere das Feuer. Oh nein, Curry. Wir dürfen mit Curry nicht durch Boston laufen. Warum ist hier eigentlich so viel los? Wir waren doch vor kurzer Zeit erst hier. Ja, bis jetzt hat es Curry aber gut ausgehalten.
Da ist nichts mehr. Doch, sie kommt auch nicht nach. Da ist sie. Ha, super. Na, wir müssen wohl hierher, Curie. Oh, Parker Quinn. Hat er keine Kreditkarten mehr? Na, einmal ist Schluss. Geister sieht er schon. Ja, ja. So fängt es immer an. Ein weiterer Tag an deiner Seite? Ja, das ist nur so ein Sicherheitsnickerchen, weißt du? Was kommt hier aus dem Meer? Ein Brahmin. Ein Seebrahmin. Eine Seekuh. Mit der Ernte läuft es ziemlich gut. Ehrlicher als Landwirtschaft kann Arbeit nicht sein. Ja, wo, was wollten wir denn jetzt machen? Rüstung verbessern, natürlich. Danke, das wäre ich gerne gewesen. Ja, vielleicht, es gibt mit Sicherheit Sachen, die man da vermissen würde. Haben wir die Waffen denn auch schon alle hergestellt? Bis jetzt nur bis Bunker Hill. Mhm. Na, was geht uns demnächst aus? Kleber, Aluminium oder irgendetwas anderes? Das geht also von Bunker Hills auf nach
County Crossing. Und wir nennen das Ding Machete. Siehst du wohl, wenn wir Material hätten, dann wird das gar kein Problem sein. Haben wir nicht schon ein verbessertes Sturmgewehr irgendwo? Hier ist doch was Gutes. Oh. Das ist ja schon richtig gut. Ja, das bringt mich dann auf die Idee, dass es vielleicht doch besser gewesen wäre, wenn wir diese Sachen gekauft hätten, als die selber herzustellen. Scheint wirklich was zu werden. 23 Uhr da draußen. Keine Meldungen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Oh nein. Ich habe so viele Daten über die Welt vor den Atombomben. Ich fürchte, ich muss einige löschen, um Platz für meine neuen Beobachtungen zu machen. Na komm schon, lass dich ernten. Gut, Curie. Es wird dunkel, du weißt schon. Wir dürfen wieder schlafen gehen. Es liegen keine Meldungen vor. Passt da draußen auf euch auf, Leute. Ich fühle mich wunderbar erholt. Ha, wer ist das? Ich habe immer so einen Hunger. Dunkelwasserbaustelle konnte sich diesmal nicht verteidigen. Das ist aber merkwürdig. Scheint wirklich was zu werden. Da brauchen wir gar nicht lange. Du siehst gefährlich aus. Hoffentlich bist du nicht meinetwegen hier. Und ich bin nur deinetwegen hier. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Na klar. Na dann. Interessant, er hat eine verlängerte Gamma-Kanone. Ja, wo hat er denn die her? Nun, dann bekommt er erstmal... Oh, Moment.
Von der Burg? Ja, richtig. Von der Burg nach Bunker Hill? Die Sachen bekommt er erst. Und die passende Munition natürlich dazu. Ja, das macht natürlich auch nochmal Spaß, wenn man die Sachen vorbereitet irgendwo in Sanctuary Hills und dann eine Runde dreht und die Sachen nur noch verteilen braucht. Hier ist Radio Freedom. Wir senden rund um die Uhr und im gesamten Commonwealth. Es liegen keine Meldungen vor. Passt da draußen auf euch auf, Leute. Jetzt kommt das Wichtigste. Achso, du darfst erstmal auswählen von den Waffen. Ja, nimm ruhig die Plasmawaffe jetzt ab der Burg. Schön. Auf nach Bunker Hill. Mit uns auch auf nach Bunker Hill. Oh, Moment, wir gehen erstmal schlafen. Was? Ich fühle mich wunderbar erholt. Blöder Nebel. Jetzt weiß ich nicht. Ich kann mich an nichts orientieren hier. Ich sehe ja nichts. Nur eine weiße Wand. Ich würde Richtung Norden sagen. Ja, komm. Three, wir finden das schon. Also ich würde es nicht nur sagen, ich sage es auch. Ich möchte nur nicht nochmal durch Boston mit Three. Streifen werden wir es ja schon müssen. Oh, meine Güte. Ich dachte schon, was ist das denn? Das U-Boot. Es lebt. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ich habe da irgendwie dieses rote Zeugs da gesehen und bin drauf zugeschwommen und auf einmal bewegt sich da was. Da habe ich ja gar nicht mehr mit gerechnet jetzt. Eieiei. Etwas verträumt schon. Oh, 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 oh. Das war knapp. Oh nein, Supermutanten. Ganz genau, so ist es. Och, das ist ja weit. Ja, die Supermutanten haben uns nicht bemerkt. Das muss uns erstmal einer nachmachen. So wie ein Delfin aus dem Wasser zu springen. Und überhaupt so schnell wie ein Motorboot fast zu schwimmen. Ja, das sind ja die Rüstungsteile. Da ist schon Hydraulik drin und sowas. Die können da schon.
Das ist die Zukunft. Mit solchen Rüstungsteilen. Ach, Curie, jetzt sind wir einmal hier. Komm, wir gucken mal nach Tüfteltom. Nur kurz gucken nach Tüfteltom. Mehr nicht. Ob er ballistische Faser hat. Oder was anderes Gutes für uns. Manchmal hat er ja auch schon gepanzerte... Ja, Postbotenuniform wäre interessant. Er hat sonst gepanzerte Smokings oder andere Kleidung mal. Laborkittel, glaube ich, hatte er schon. Lauter so ein Zeugs. Guten Morgen, Schatz. Deacons Quote ist die beste. Von ihm könntest du viel lernen. Ach, da ist er. Du musst vorsichtig sein, Mann. Das Institut ist überall. Die Jungs haben an einem neuen Spielzeug gearbeitet. Willst du es mal sehen? Her damit. Ich schaue mir das Angebot mal an. Hier kriegst du alles, mein Freund. Ballistische Faser, wenn du das schon sagst. Gauss-Gewehre, ja, der hat gar nicht so schlechte Sachen, hat er gar nicht. Da sind manchmal coole Sachen dabei. Aber wir suchen ja ballistische Faser oder, ja, hier zum Beispiel das gepanzerte Palettenkleid, das kann man selber nicht machen. Das kann man selber machen, aber da braucht man wieder ballistische Faser, verflixt. Sowas zum Beispiel, aber keine Postbotenuniform. Und keine ballistische Faser. Na egal, wenn wir schon mal da sind, nehmen wir das gleich mit, was er da hat. Was für Mods waren denn das? Ein großes Schnelllademagazin, aber wofür? Schwer zu sagen. Egal wofür, sind die kompatibel miteinander? Erlöser, kalibrierter, mächtiger Verschluss. Für den Erlöser? Ach, die nehmen wir mal beide. Vielleicht können wir das ja noch gebrauchen. Okay, das war's. Lass dich nicht anquatschen, Curie. Wenn du was brauchst, nimm's dir. Dafür ist es ja da. Alles ruhig. Vorerst. Ein weiterer Tag an deiner Seite. Ich freue mich auch darüber, Curie. Das haben wir gut hinbekommen. Ohne Probleme alles. Fast. So mit deinem Körper und so, das war doch eine gute Idee. Also nach Bunker Hill. Oh nein. Es ist schon wieder nebelig, aber es lichtet. Langsam wird es etwas klarer. Bunker, Bunker, Bunker Hill. Das ist ja gut zu finden immer. Oh nein, Curie? Oh! Ach, er hat uns gesehen. Das braucht
brauchst du doch sicher nicht alles, oder? Nein, nein, nein. Wir gehen jetzt hier entlang. Da brauchst du nicht über die Schrottautos da zu springen, Curry. Was? Ja? Ich gucke euch nur mal in den Topf, ganz kurz. Viel aufbereitetes Wasser habt ihr ja auch wieder nicht. Ach, das geht ja jetzt auch weiter hier mit den ganzen Waffen. Sollen wir die wieder einsammeln? Ja, so wie wir das bisher gemacht haben, oder? Ist doch besser, oder? Wenn wir das Zentrale einmal haben, dann nehmen wir nämlich nachher, wenn wir bauen wollen, nur noch die Stapel mit. Das geht auch viel schneller und die großen Waffen. Da brauchen wir ja nicht jeden Quatsch hier drin zu haben. Auch bei den Hilfsmitteln muss ja auch nicht so viel hier drin sein. Und die Kronkorken. Vor allem die Kronkorken. Wir müssen ja nicht in jeder Siedlung alles vollschrotten. Das wird ja sowieso dann nachher geteilt. Und wenn wir bauen, da wird schon genug wieder zusammenkommen. Dann. Ach, guck. Tut mir leid. Ich habe gerade gesehen, wir sollten eine Kleinigkeit essen, bevor wir mit dir sprechen. So, dann hat man auch einen besseren Atem. Von einer gegrillten Red-Kakerlake vielleicht. Geröstetes Meyerlurk-Fleisch. Nur Impro-Pistolen und Munition. Wo sind die Verrückten, die sich nach Mini-Atombomben sehen? Deine Bewegung, hey, Cricket. Und du bist tot. Du solltest meine großen Waffen lieber jetzt kaufen. Sonst tun es deine Feinde. Na gut, dann handeln wir doch. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Waffen, Waffen und noch mehr Waffen. Nur für dich. Waffen über Waffen. Ja, die Machete nehmen wir doch schon mal mit. Wir haben gar nichts zum Verkaufen, fällt mir gerade ein. Bei Tüfteltom doch auch schon nicht gehabt, oder? Egal. So viel hat ja Cricket nicht. Aber Silber. Silber ist ziemlich teuer. Na, was hatte der Raider denn vorhin dabei? Nur Schrotpatronen, diese vier? Ja gut, dann bleibt's erstmal dabei. Oh, es tut mir leid, ich stehe im Weg. So viele Meilen auf der Straße. Wenigstens ist die Bezahlung schrecklich. Habt ihr hier schon eine Glocke irgendwo? Ach, da ist ja schon einer, oder? Wo ist er da? Wenn du noch nicht in Grey Garden warst, guck's dir an. Da wird alles von Robotern betrieben. Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar doch. Ja, er passt doch. Er passt doch wunderbar. Unser neuer Versorger nach County Crossing. Bunker Hill, County Crossing. Wunderbar. So, 10 mm soll er haben. Und 5,56er soll er ebenfalls bekommen. Bitteschön. Und natürlich 50 von diesen Plasma-Kartuschen. Bitteschön. Dann das Wichtige. Die Postbotenuniform und die Polizisten-Sonnenbrille.
Und als Waffe darf er ruhig das Plasmagewehr sich aussuchen. Oh, Moment, hat er die Sonnenbrille denn aufgesetzt? Nein. Sehr schön. County, County, County Crossing. Wo ist denn County Crossing? Da ist es. Naja, irgendwann kann es ja auch mal schief gehen. Der scheint nicht so ganz zu verstehen, was wir von ihm wollen. Hör doch mal auf. Moment, der ist auch gar nicht grün, wenn wir... Jetzt ist er grün. Der versteht es nicht. Störrisch ist er. Du suchst hoffentlich keinen Ärger. Vielleicht schlafen wir einfach mal eine Runde? Oh, jetzt haben wir ihn aber mehrfach zugewiesen. Der wird ja schon nicht abhauen, oder? Ja, wir schlafen noch mal bis zum nächsten Tage und dann sollte er es eigentlich geschafft haben. Ja gut, hier in Bunker Hill ist vielleicht nicht allzu viel los. Und wer weiß, vielleicht ist er dann einfach den ganzen Tag über nur betrunken. Und bekommt das dann nicht mit, was wir von ihm wollen. Ist ja nicht schlimm, kann man ja machen, wenn sonst nichts los ist. Ach, das muss jeder selber wissen. Wow. Das hat überhaupt nicht gepasst. Das hat gar nicht geklappt. Aber was macht er denn dann hier, wenn er nichts zu tun hat? Jetzt hat er wieder die Sachen. Hoffentlich ist er nicht. Vielleicht werde ich mal Ärztin. Oder mach eine Scharfschützenausbildung. Ja, werd lieber Ärztin. Ärztin ist immer gut. Das kann doch nicht sein, dass der jetzt wieder weg ist, oder? Da steht er noch. Ja, tut mir leid. Du kommst nach County Crossing. Ignoriert uns! Was soll das denn? Jetzt hast du doch schon die Sachen. Ja, okay. Da hat's geklappt. Der Slog wird angegriffen, habe ich gerade gelesen. Aber hier rumpelt's auch ganz schön in der Nähe. Ja, wir bleiben allerdings erstmal hier. Das schafft er schon, da durchzukommen, denke ich mal. Und... ja, ich habe jetzt die Uhr nicht ganz im Auge, weil ja der erste Teil dieser Folge auch in Zeitraffer abläuft. Und von daher bin ich da jetzt nicht so sicher. Na gut, wir bleiben hier. Wie lange das ist, bin ich nicht sicher. So, wir bleiben hier. Und wir haben es geschafft, also die Burg und Bunker Hill zu verbinden. Die Burg mit Bunker Hill und Bunker Hill mit County Crossing. Moment, Moment. So sieht's vielleicht aus. Ja, dann darf ich mich bedanken an dieser Stelle für euer Zusehen und für eure Kommentare auch. Lieben Dank auch für eure Likes. Daumen hoch auch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.